Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Sekiro, ich gehe mit einem besseren Gefühl rein. In der letzten Folge ging's gut. Ich habe zwar die ganze Zeit das Gleiche gemacht, aber ich habe Fortschritt gemacht und konnte dieser Schwungattacke auch ausweichen mit einem Sprung. Das habe ich ab und zu hinbekommen. Ich bin in die zweite Phase des Gegners oder dritte Phase, wie auch immer man es nennen will, gekommen. Aber damit ihr nicht immer das Gleiche seht, schauen wir uns heute mal noch ein bisschen um. Und zwar gibt es einen Händler, der mir noch einen Samen verkaufen kann. Und zwar müsste der... hier sein, oder? Ja, ich glaube, der ist hier. Wenn ich das richtig im Kopf habe, muss ich jetzt aber Drachen... Rattenfäule muss ich jetzt... muss ich jetzt heilen. Ja, hier bin ich, glaube ich, richtig. Also einmal die Rattenfäule heilen. Rattenfäule ist geheilt. Und dann flitzen wir mal darüber. Münzen habe ich jetzt gerade keine, aber ich habe ein paar Geldbeutel gesammelt. So, war das der hier? Wie viel kosten die Nummer? Was kosten die Nummer? Drachenblut? Nee. Da. 1000. Schauen wir mal, ob ich genug Geldbeutelchen habe. Ich habe, glaube ich, an irgendeiner Stelle habe ich einige gefunden. Oh ja, guck mal. Wie viel gibt mir denn so ein schwerer? 500. Ja, locker. Guck mal. Feuerwerk muss ich auch noch kaufen. Dann nehmen wir mal zwei von denen Beutel. Feuerwerk. Warum muss ich Feuerwerk kaufen? May the departed rest in peace. Gab's hier nicht noch einen Boy? Wo ist Roberts Feuerwerk? Hä? Da, Roberts Feuerwerk. Feuerwerk von über südlichen Meeren. Das ist eine Shinobi-Prothese. Für die meisten Situationen geeignet. Really? Ha, dann haben wir auch schon den nächsten Plan. War hier nicht noch ein Händler? Wo ist denn der nochmal? Der war doch hier unten irgendwo, oder nicht? Der war da hinten raus. Was hatte der nochmal? Ne, der war nicht hier. Wo war denn der? Der war da oben irgendwo. Die Rattenquest, ich war bei den Ratten, aber ich bin geflohen vor den Ratten. Die waren faul. Also, jetzt ist die Frage, wo komme ich nochmal zu diesem Händler, der da oben noch war? Da war relativ nah ein... Ich weiß gerade nicht, wo das ist und ob der was Wichtiges hat. Dieser kleine, der mit dem großen Hut, auch so eine Ratte quasi, der Händler. It seems yes.
please. Ah, eine Flasche Ashina-Sake von Emma. Sake ist ein Getränk, das man teilen muss. Okay. Was ist es? It's his favorite tea. I thought it would be a fitting way to celebrate his return to health. What? I'm glad you've come. Oh, was ist das denn jetzt mit dem Alkohol? Hat mir irgendwer gesagt, dass er Alkohol will? Mach ich mal jetzt nicht bei ihr. Sie hat gesagt, ich soll das dem Bildhauer geben, oder? So, your back was that a dream? Or was it real? Whether it was a dream or it was reality, I have no idea. There is one thing I can tell you. The great Buddha has seen fit to awaken old memories within you. What you felt, what you remembered, that is what it all depends upon. I'm not sure if what I saw is what truly happened. That's how it works. What? Feuerwerk entfesselt einen explosiven Blitz, der Feinde kurz blendet und der Haltung von Tieren Schaden zufügt. Das weite Wirkungsfeld trifft mehrere Feinde vor dir gleichzeitig, macht getroffene Feinde für kurze Zeit bewegungsunfähig, besonders effektiv, um Tiere zu erschrecken. Cool. Ah, das hat hier noch gefehlt. Kostet 200. Ich könnte es gleich verbessern. Und ich soll ihm Alkohol anbieten, hieß es, glaube ich, ne? Unkultivierten Sake? Hä? Leute! Was ist das hier? Mach ich jetzt was falsch, wenn ich ihm den Ashina-Sake gebe? Die Lady hat doch gesagt, ich soll das dem Bildhauer geben, oder? Gib ihm das jetzt. I brought some tea. This tea smells pretty good. Suppose I'll have some. Oh, I needed that. This tea reminds me of Emma's father. About Lady Emma's father. Dogen. He was an extraordinary doctor. He was also very well versed in mechanisms and devices. Better put, he was obsessed with mechanisms to the point that it affected his health. He didn't take much else seriously, but I owed him my life. And we could say that you owe him your life as well. What do you mean? When I lost my left arm, Dogen created that thing, which has now become your left arm. The first version was a complete failure, didn't work at all. So he remade it. Then he remade it again and again, countless times. Okay. What? He told me I needed to practice with the prosthetic in order to use it properly. So Emma would pester me into carving her spinning tops and other toys after much training of that sort. It came to be called a shinobi fang. In other words, that prosthetic arm is Dogen's legacy. His legacy? Oh, so much time has passed. While I have abandoned my shinobi ways, that alone I could not bear to abandon. Yes, right. That kind-faced Buddha you see over there? Don't do anything funny with it. So, 200. Ich glaube, die haben mir 100 gegeben, ne? Ja. You need something?
If you want more forms for that fang of yours, you'll need to search for more shinobi tools. There's no turning back from. The least I can do is load your arm. Okay. So, also sie gebe ich jetzt keinen Sake und eine Quest von einem Händler, von diesem kleinen. Oh, wer bist du denn? Hey, it's you. Thanks again for bailing me out back at Ashina Castle. I'm gonna be hanging around here for a while. Speaking of which, I'm happy to. Was verkaufst du nochmal? Der hat auch einen Kürbissamen für 2000. Ja, den nehme ich doch. Ja, den nehme ich doch. Hey there, friend. Still a. Until next time. I'm glad you've. Goodbye. Nice. So, und dann war da noch ein Händler, da bin ich mal vorbeigekommen. Diese kleine Ratte mit dem großen Hut auf. Da weiß ich jetzt aber nicht mehr genau, wo der war. Ich will noch einmal probieren, den Typen zu killen mit der Hellebarde. Ein, zweimal. Wie jetzt? Du hast mich gesehen? Echt jetzt? Wait, what? Wie hast du mich jetzt... Wie hat er mich jetzt gesehen, der Hund? Nope. Wo ist er jetzt hin? Lol, was passiert hier? Denk dran, du hast genug Zeit, den Mikiri-Konter oder den Sprung zu machen. Kein Stress. Der Gegner hier ist nicht so schwer. Wenn ich den gekillt habe, habe ich, glaube ich, einmal mehr Leben.
Weil ich ja von dem auch wieder so einen, eine Kette bekomme. Sag mal, du Ratte, ey. Ich zeig euch noch aufs Dach mit dem Timing hier. Och nö, das war jetzt knapp. Da wollte ich zu viel. Scheiße. Ich hätte einmal verteidigen müssen, dann hätte es geklappt. Ah. Gehen Sie bitte weg. The fuck? Danke. Dann muss er halt dran glauben, wenn er meint, er muss da rumgammeln. Ah, da habe ich jetzt... Das ist jetzt... Da war ich selber schuld. Das wäre fast ein First Try heute gewesen. Aber da wollte ich einfach viel zu viel am Ende. Die 6 Heilflaschen, die haben mich auf jeden Fall schon gerettet hier heute. Die haben mir viel gebracht. Yeah.
Scheiße. Ah, ich hab gesehen, ich muss saufen und wollte weg. Auf Teufel komm raus. Na, das Timing, das Timing. Oh. Ach komm, ey. Ah. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich sage, also die Minibosse, die triggern mich viel mehr. Das ist unglaublich. Weil ich hier auch jedes Mal diese Bastarde wegmachen muss. Flippo, grüß dich. Hi. Ja, dir auch. Dankeschön. Na, nee, nee. Er macht so einen Gigant. Ja, steh auf. Oh. Ach, das, warum macht er denn auch so viel Schaden? Dann heilt man sich, dann kriegt man es hin, zwischendurch zu saufen und dann... So, jetzt aber, jetzt muss er fallen, ey, das gibt's doch nicht. Das klappt alles schon viel, viel besser. Hey Pat, grüß dich. Hi, schön, dass ihr alle am Start seid, Leute.
Ich muss ruhig bleiben. Puh, okay, alles gut. No! Ach. Dann kannst du auch so oft B hämmern, wie du willst. Hüpf jetzt da runter und sauf! Also. Nee, oh Mann! Das ist dieser Gegner. Jetzt packe ich's schon, dass ich ihm ständig auf den Speer steig. Und dann... Nee. Ich hole mir meine Gebetsperle irgendwo anders. Probiere ich's mal nochmal mit dem Kleinen da unten im Ding? Vielleicht? Ich seh nix. Och. Hey. Ach. Fuck off. Die Minibosse sind so eine Kacke in diesem Spiel. Echt. Instant. Die triggern mich instant. Und... Ja, ich hatte gehofft, dass es besser geworden ist, aber die Minibosse, die machen das echt. Das ist minimal assi. Drei Minuten später getriggert, ja. Kann ich das Feuerwerk eigentlich jetzt auch... Weil ich habe ja diese Knallsamen. Kann ich das Feuerwerk statt der Knallsamen benutzen? Theoretisch, also rein vom Gedanken her sollte das doch klappen. Ah, springen. Wenn sie am Boden ist, muss ich springen. Wenn sie in der Luft ist, muss ich B drücken. Eigentlich super easy. Ah, fuck, falsche Taste.
Nein! Oh, ich hab gedrückt. Aber zu spät. Weil beides knallt? Ja klar. Natürlich, weil beides knallt. Der Knallsamen macht nichts anderes als Feuerwerk. Der knallt auch nur. Ah, gut. Ja, da bin ich aber auch der Meinung, Julius, oder? Also... Ich hab halt... Ah. Ah. Tod durch Entwickler. Hör was? Ach so, lol, weil die zu weit weg waren. Oh mein Gott. Ach nee, was ist das jetzt? Komm jetzt her und lass deinen Illusionsblödsinn. Nein, 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 geht weg, 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 geht weg. Wo ist sie? Da. Nee, 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 was zum Teufel? Was soll ich tun? Was soll ich machen? Och. Warum kommt da auch noch nicht, dass da noch kleine Illusionen unterwegs sind? Dann hat sie auch noch so komische Pisssternchen. Kann ich das abwehren? Kann ich das mit dem Schwert abwehren? Ja, voll der Eldenbestien-Move, Pat. Genau. Genau das.
Nein, springen. Na, verdammt. Oh. Oh, Spiel. Spiel, 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 Spiel. War meine Ausdauerleiste voll? Ich hab's nicht gesehen. Komm, mach deine Illusion. Ich will eine snacken. Will ich snacken. Ah, lol, die kann ich gar nicht. Ah, ja, okay, dann ist... Nee, was ist das jetzt? So, was passiert jetzt hier? Kann ich das abwehren? Da müssten doch jetzt so Dinger kommen. Naja, gut. So geht's auch. Was passiert da? Ich verstehe es nicht. Oh. Lass mal gut sein. Nee, ach, fuck off, ey, ganz ehrlich. Okay. So, jetzt habe ich zwei Revives. Wenn ich sie... Also die erste Phase, die ist mittlerweile... Boah! Wenn ich nicht gerade so kacke mache... Ach! Wie das Spiel mich jedes Mal fickt, weil ich versuche, den perfekten Block hier zu machen und dann das Timing nicht treffe.
Autsch. Ach, Fluch. Nee, ach Mann! Ich muss doch irgendwann mal weg zum Heilen, ey! Scheiße, ey! Nein, ich bin gehüpft. Ich hab die Taste gedrückt, aber hab vorher noch Schlagen gedrückt. Dann ging die Schlagen-Animation los und ich konnte nicht mehr springen. Scheiße. Ah, fuck. Mit 4 Heiltränken, ey. Kacke. Ach, ärgerlich. Das war gut. Ah, schon wieder so ein wunderbares, dämliches, dummes Timing hier. Boy. Oh. Nein, hüpfen. Boah. Komm jetzt her. Komm jetzt her. Komm jetzt her. Ich muss weglaufen. Ich muss ja irgendwann heilen. So, es ist... Was soll ich machen gegen
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gegner. Alter, es ist doch so eine Pissnummer, ey. Nein, springen. Oh. Nein, nicht schon wieder so ein dummes Zeug, was ich nicht abwehren kann. Nee, 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 nicht dummes Zeug. Nicht. Und dann zwingt das Spiel einen auszuweichen. Alter. Nee, guck, ah, was ist doch, das ist doch, was, verdammte Axt, das kann doch nicht angehen. Wann hat sie denn genug Zeit, diese dämlichen Blödsinn dazu? Mist, jetzt war ich schon wieder in der Schlagen-Animation drin. Zu viel gesoffen. Manchmal habe ich eine Todesreichweite und manchmal nicht. Springen. Jetzt habe ich gerade keine Ahnung, wo ich jetzt hingeguckt habe. Ja, ich habe den Sieg schon in den Fingern gehabt und dann... Ah, das ist umso ärgerlicher, wenn man sich dann hier noch 10-mal durchballern muss, ne? Ach, komm, ey. Ja, ja. I'll be watching from up here. Oh, I'll be watching. Ich bin nämlich ein... Ich kann nichts alleine. Ich brauche nämlich solche Spackos, die dann aufs Feld kommen. Jetzt schieß doch diese Dinger, bevor sie bei mir ist, bitte. Danke.
Nee. Oh. Nicht schon wieder den Blödsinn. Hüpfen. Oh. Nicht? Ja. Komm schon, das war's einfach. Lass es einfach das Ende gewesen sein. Oh, ja. Oh, danke, Leute. Oh. Also, den Magie-Unfug da. Ja. Hellrosa Kristall, der entsteht, wenn ein unsterblicher Eid nicht geknüpft werden kann. Das habe ich jetzt gerade kurz gebraucht, weil ich wieder einen wunderbaren Beschreibungstext vor mir habe. Der... Keine Ahnung. Steve, grüß dich, hi. Ich habe noch nie irgendwas von einem unsterblichen Eid in diesem Spiel gehört. Wenn er nicht geknüpft werden kann. Erhöht die Auferstehungsmacht für eine zusätzliche Auferstehung. Aha, okay. Die Versprechen der Unsterblichkeit zum Erlangen der Auferstehungsmacht können nur mit Hilfe eines göttlichen Erben des Drachenerbes erneut angelegt werden. Freu dich über den Sieg. Das Spiel macht es einem nicht leicht, sich darüber zu freuen, wenn danach erstmal so ein großartiger Beschreibungstext kommt. Man hat's geschafft und hier, Lies Unfug. What the fuck? Och nee, Leute. Was ist das hier jetzt? Wer hat mich ermordet? Welcher Hund? Na klar. Okay. Was habe ich jetzt alles von ihr bekommen? Ich hab's aus den Augen verloren. Ich habe diesen Tropfen, den Sakura-Tropfen. Keine Ahnung.
weiß ich nicht. Was habe ich noch von ihr gekriegt? Irgendwas habe ich doch noch von ihr bekommen. Ich habe doch zwei Gegenstände bekommen, oder nicht? Ey, kannst du mir sagen, was ich mit dem Tropfen mache? As though your old memories have been awakened. Yes, I saw the divine air. I see. I won't say any more. And neither should you. All that you saw was yours alone. Sculptor, what did that Buddha show you? Were you listening? Flames. Flames? That is all I can see. It doesn't matter what offering I make. Flames spreading as far as the eye can see and consuming Ashina. That's... We're done here. Okay. With a mechanical barrel, so many possibilities. I can use various purifying agents to further hone that fang of yours. So if you find something of that sort... Ich weiß doch Bescheid mittlerweile. So, wer kann mir jetzt... Kannst du mir sagen, was ich mit diesem Tropfen mache? I'm glad you've come. Goodbye. Benutzen kann ich ihn auch nicht. Was tue ich damit? Ach so, mit Hilfe eines... Okay, ich brauche den kleinen Jungen. Okay, okay, ich habe verstanden. Ich brauche den Jungen. Ich brauche den Jungen, damit das funktioniert. Lass mich einmal rasten hier jetzt. So, ich probiere es nochmal. War das hier? Nee. Hier. Ich probiere jetzt nochmal den Typen, weil ich will eigentlich die Gebetsperle von ihm haben. Er wird bestimmt eine droppen. Bestimmt. Und ich habe ihn ja schon fast kaputt gehabt. Ich habe ihn doch schon fast kaputt gehabt. Das muss doch jetzt klappen. Ich kann 6-mal heilen. Es kann doch nicht sein, dass ich an dem Typen hier oben öfter draufgehe als an dem Schmetterling, der ein richtiger Boss ist und nicht so ein Pisskopf. So, Pisskopf. Das ist so unnötig. Ich habe zweimal habe ich den während des... Und da erzähl mir noch einmal einer, dieses Spiel sei präzise, ey.
Will ich nicht mehr hören. In den meisten Situationen. Aber das Spiel ist eben nicht so gut, wie die meisten behaupten. Einmal war ich zu früh dran. Dann war ich fertig mit dem Move nach vorne, den er macht. Ich brauche da gar nicht im Detail drüber reden. Ich habe mir die Versuche angeguckt. Ich habe mir das Frame by Frame angeschaut, wie es ist, was ich gemacht habe. Ich lieg nicht immer richtig mit meinem, wenn ich da in Wut geraten war und mich drüber beschwert habe. Absolut korrekt, aber ich liege häufig richtig. 11 Situationen habe ich mir angeguckt. In 6 war meine Vermutung richtig, dass das Spiel mich getötet hat, obwohl es dafür keinen Grund gab. In 3 habe ich die falsche Taste gedrückt und über 3 hätte man streiten können. Also, nee, in... ja, irgendwie so. 5. 5 waren richtig vermutet. 5 waren richtig vermutet und 3. So war's. 3, in denen ich die falsche Taste gedrückt habe und 3, über die man streiten kann. Wo man sagt, okay, vielleicht hat es ein bisschen was mit dem Timing zu tun oder sonst irgendwas. Fünf von 11 Situationen hat mich das Spiel grundlos gekillt. Na endlich. Wusste ich doch, dass er eine Gebetsperle für mich hat. Wusste ich's doch. So, jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Leben. Ich hab's nicht geschafft. Ich wollte eigentlich heute wirklich mich nicht triggern lassen von dem Spiel. Ich hab's wirklich probiert. Die ersten 2 Stunden haben auch super funktioniert. Und dann bin ich zu den Minibossen gegangen. Ah. Uff. Ach so, Moment. Okay, einmal will ich jetzt das tun, weil das kann ich ja, glaube ich, einfach machen, ne? Da muss ich nichts für machen, sondern da muss ich einfach nochmal drücken. Ja. Okay, gut. Und jetzt kann ich noch... das tun. So, und jetzt sollte es mir noch möglich sein, was? Wo muss ich denn hin? Nee. Doch, hier müsste es sein.
So, wir sind gepimpt. Ich bin ein bisschen gepimpt und jetzt probiere ich nochmal bei dem Kumpel da oben. Face me, Shinobi. I don't think I can see you again. Zu spät gedrückt, glaube ich. Springen. Ach fuck, ich dachte, ich wäre tot. Lol. Noch ein Mini-Pfitzel Leben gehabt. Na, da war ich schon wieder zu gierig nach dem Schaden. Keine Ahnung. Ich glaube, da war ein Stun dabei jetzt. Jetzt muss ich erstmal wieder auf den klarkommen. Nachdem ich jetzt Schmetterling und Ding und hier diesen Hellebardenboy gemacht habe. Hat der wieder ein bisschen anderes Timing. Der lief vorhin schon viel, viel besser. Face me, Shinobi. I didn't think I'd see Scheiße, oh. Oh, gut. Oh, wichtiger Treffer an der Stelle. Das muss irgendeine seltene Attacke sein, die sehe ich so häufig. Ach fuck, falsche Taste. Ah. Diese Attacke sehe ich so selten, die da zwischendurch kommt. Thank you.
Ah, Mist. Nice. Sehr gut, sehr gut. So, und jetzt muss ich mit diesem Blitzblödsinn klarkommen. Ah, nee, ich bin zu früh gesprungen. Okay. Nee, jetzt greift er direkt. Ach, was ist das denn? Come on. Oh, komm schon. Lame. Huch! Nee, ach, warum spring ich? Nee, springen. Da hätte ich springen müssen. Ah! Aua. Nee, springen. Ach, Mann. Oh, das war knapp. Das war knapp. Warum durfte ich jetzt nicht wiederbeleben eigentlich? Ich hatte den doch schon voll, den Bobbel, oder? Ah, da wollte ich wieder zu viel! Ah. Mist, zu spät gedrückt. Ärgerlich. The power of the dragon's blood. Kill you as many times as it takes. Nein, hüpfen. Ah. Nein, B drücken. Och Mann, ey. Ah. Hey, come on! Ach, ich hasse das! Leider nur noch einen Heiltrank. Leider.
Ja, nur aufgehen, essen, meditieren und schlafen. Viel Erfolg dir. Einen angenehmen Abend. Dankeschön, Miko, dir auch. Hau rein. Yes! Oh, 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 ja, okay, nochmal drücken. Huh. Oh. Oh. Leute, Leute, Leute. Ja, Sepp. Unaufhaltbar würde ich es jetzt noch nicht nennen. Wir warten mal ab, was noch kommt. Wir bleiben mal ganz ruhig. Vor allem ich muss mich ein bisschen ruhig runter. Nicht, dass ich mich schon wieder für zu geil halte und dann am Ende wieder auf die Fresse fliege. Ist jetzt schon oft genug passiert. Gut. Genau. Ja. Ich glaube, was sehr geholfen hat, war, dass ich mir die Sachen Frame by Frame angeguckt habe. Dass ich nochmal viel drüber geschlafen habe, jetzt mehrere Nächte, dass ich so lange nicht gespielt habe, hat sehr geholfen. Und dass ich jetzt weiß, dass es wirklich teilweise nicht an mir liegt. Dass es ist teilweise das Spiel mit beschissenen Hitboxen, das Timing ist manchmal seltsam, auch wenn man im richtigen Moment drückt, macht der Charakter manchmal das nicht so, wie er sollte, wie er es in anderen Situationen macht, wenn man im selben Moment drückt. Das weiß ich jetzt und deswegen trifft es mich nicht mehr so hart. Ich dachte wirklich, dass ich teilweise einfach, dass ich der Dumme bin und dann zusätzlich noch die kleinen Spielfehler, die das Fass halt zum Überlaufen gebracht haben. Ich halte mich ein bisschen zurück. Ich wurde zwar jetzt heute schon wieder getriggert vom Spiel, aber nicht mehr so krass. Und jetzt muss ich schon wieder einen Text lesen. Nur, um das mal noch festzuhalten. An den wage ich mich jetzt mal ganz vorsichtig ran. Eine Ninjutsu-Technik, die das spritzende Blut des Opfers in Rauch verwandelt. Okay. Verbraucht Geistembleme, wird nach einem Hinterrückstodesschlag ausgeführt. Okay. Der Rauchvorhang bietet eine Möglichkeit, das Überraschungsmoment zurückzuerlangen. Der Kampf auf Leben und Tod macht einen Shinobi aus, da der Tod eine Kraftquelle darstellt. Okay, das verstehe ich zumindest. Das verstehe ich. Hilft vor allem, wenn ich mehrere Gegner gleichzeitig bekämpfe, aber einen davon nur hinterrücks, Todesschlag. Ah nee, okay, dann doch nicht. Aber das ist eigentlich ganz geil. Weil wenn ich einen hinterrücks Todesschlag mache, und dann verschwinde ich in einer Wolke. Bin ich weg, keiner sieht mich mehr. Ninjutsu-Techniken sind mächtige Fähigkeiten, die nur im Anschluss an einen Hinterrückstodesschlag benutzt werden können. Sie müssen im Ausrichtungsmenü ausgerüstet werden und kosten Geistembleme. Nach Hinterrückstodesschlag Ninjutsu-Technik. Okay. So. You were victorious, I see. Are you? I mean you no harm. Shinobi of the Divine Lord Kenichiro, is this the rejuvenating waters? Ach, ihr wollt mich doch verarschen jetzt, oder nicht?
Nee, komm, Alter. Zwei Cutscenes. Komm, du hast jetzt schon zweimal verloren. Du hast jetzt schon zweimal verloren. Kannst du mal bitte die Ehre des Samurai jetzt hier... Geh. Geh einfach. Du bist nämlich ein Loser. Du hast verloren. Zum Glück. Das wäre ja jetzt noch... Danke. Spiel! Flugkampfkunst. Das sollte ich vielleicht mal lernen. Geräuschunterdrückung. Shinobi-Blick, die den Schaden für die Haltung nach einem erfolgreichen Kiri-Konter erhöht. Die Augen eines Shinobi ahnen immer die Bewegung einer Klinge voraus, auch dann gefasst zu sein, wenn man Angst vor einer scharfen Klinge hat, ist der Schlüssel zum Sieg. Oh, cool. Und das brauche ich nicht. Ah, stimmt. Sepp, danke für den Hinweis auf jeden Fall. Alter, ich kann hier... Scheiße, das habe ich ganz vergessen. Dass ich hier noch mehr lernen kann. Greifhakenangriff, ja, den will ich. Nachtschwalbenhieb. Nee. Will ich gar nicht durchlesen. Ah ja, das will ich haben. Die Heilwirkung. Ja. So, ich glaube den... Geräuschunterdrückung, ja, die noch. Aber ich glaube das andere Zeug... Hier, der Übersprung. Und hier drüben brauche ich, glaube ich... Weiß ich nicht, ob ich alle... Ja, vielleicht hier oben die beiden... Fangzahn und Klinge. Lässt den Einsatz bestimmter Prothesenmodule gleichzeitig Angriffe mit Modul und Schwert oder einer Folgeangriff für das Modul geeignete Prothesenmodule geladene Axt, geladener Speer. Oh, das könnte auch nützlich sein. Aber gut, nicht zu viel. Was habe ich jetzt gelernt? Mehr, okay, diese latenten Sachen. Und Flugzeug. Fluggedönse, ne? Flugkampfkunst, genau. Und den Greifhaken. Okay, das heißt, ich kann jetzt... Nee, das konnte ich doch vorher schon. Was kann ich jetzt? Ninjutsu-Technik-Ausrüstungsplätze wurden freigeschaltet. Fähigkeiten. Flugkampfkunst. Verringere die Distanz mit einem Sprung und vermeide einen rundum... Oder vermeide einen rundum, um dann einen... Kampfkunstangriff durchzuführen. Perfekte Kampfkunstfertigkeit für Shinobi-Kämpfe, bei denen die Füße nur selten Bodenkontakt haben. Kann ich wahrscheinlich erst angucken, wenn ich im Kampf bin. Meine Vermutung jetzt. Ja, kurz rasten. Weiß ja nicht, was mich erwartet. Und dann mal kurz nochmal mit der Lady reden. Was ist mit dir? I've managed to fulfill my master's orders. I give you my thanks. Who exactly do you serve? Ishin Ashina. Oh, wer war das nochmal? In the service of Lord Ishin. Why were you ordered to help me? Lord Ishin has no desire to use the power of the dragon's heritage. That is why he... He tried to help Lord Kuro escape Ashina. Correct. The message I found in the well...
That was your doing? Also correct. My duties have concluded. But there's someone I think you'd like to see. Lord Kuro is downstairs. Und ganz schön inflationär jetzt mit diesen Figuren des Bildhauers. Ei, gib mir bitte noch eine Auferstehung. Yes, you did well to come here. Let us go. We must leave, Ashina. Wolf, my blood. The blood of the dragon causes men to become undying. The same goes for you. Okay. Yes, my lord. I wished to save you. I'm sure that I would do the same thing given another chance. However, undying begets stagnation. The immortal oath, the rejuvenating waters, the dragon rot, they all corrupt men to the point that they no longer live as men. I wish to sever the chains of stagnation bred by the dragon's heritage. Wolf, will you help me achieve this aim? Na gut. Die eisernen Regeln befolgen natürlich. I cannot. To protect you, the divine heir. That was the duty my father entrusted to me. How many times have you died and come back to life for my sake? Two, three times? Or perhaps a number so large that it cannot be counted? As it was for the purpose of defending my lord, the number does not matter. I do not wish to bind you to an eternity of undeath, Wolf. Join me in my quest to sever the ties of immortality. As you wish. Thank you, loyal Wolf. Man kann wählen, was man will. If we are seeking to sever the immortal ties, I know a good place to start. Wolf, look at this. Aufhebung der Unsterblichkeit, Text. Okay. Ich habe nicht mitgezählt, Sepp. Es sieht alt aus. Der Einband ist gerissen und es fehlen Seiten. Schlecht für ein Buch. Hierin ist das Ritual zur Aufhebung der Unsterblichkeit beschrieben. Finde das Heiligtum jenseits des Palasts der Urquelle und trinke die Tränen des heiligen Drachen vom Reich der Okay. An ancient record that was kept in Ashina Castle. Sacred dragon tears from the divine realm. Yes, it is my belief. But Obala. The divine realm? I know, Wolf. That incense burner over there. It belonged to a person of interest. Person of interest. Is there something special about it? I'm told that long ago, there was another divine heir living here in Ashina Castle. His name was Lord Takeru. This incense burner belonged to him. Where is he now? He died a long time ago, apparently. Wrapped in the aroma of the fountainhead, I returned to the divine realm. Those are supposedly the words he left behind. You're saying the scent of the fountainhead is the key to reaching the divine realm. That is my belief. Also muss ich zur Urquelle. Let us discover the truth together. Das hättest du mir auch gleich sagen müssen, hätte ich nicht hier rüberlaufen müssen. Now, as to how we begin our search. I am certain some of Lord Takeru's books remain in this castle. Books that he collected in order to find the Divine Realm. I will search for them. In addition to finding a way to reach the Divine Realm, might we also look into how we might sever the immortal ties? A fine suggestion. Talk to Ishin. If anyone knows the answer, it is him. Wolf, come with me. Also wir wollen nicht doch die Unsterblichen fesseln, das ist doch der Sinn und Zweck dieser ganzen Nummer jetzt. Warum fragt er nochmal danach? Also keine Ahnung. Wirklich? 5 Meter hier rüber? Lord Ishin is not within this castle citadel.
I'm told he is recuperating in one of these watchtowers. However, the path to his watchtower is closed. His health is a little... How do I get in? On the roof. There's a path patrolled by the Nightjar Ninja. It's intended for Shinobi, but I imagine that won't be a problem for you. I've heard the Nightjar use smoke signals as landmarks. Yes. So if you follow their smoke signals, you should be able to reach Lord Isshin, and you can use this window to reach the roof. Mach auf! Find Lord Isshin and ask if he knows how we might sever the ties of immortality. He's recuperating in one of the watch. Reach the roof from that open window. I entrust this task. Nun denn. Ninja, 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 Ninja. Ich bin ein Ninja, Ninja. Wer bist du? About the Divine Heir's life. Yes? There is something I wish to ask. Before that, Sake. What? You earned it. Take it. My Danke. Grandson, Yunichiro, was bewitched by the rejuvenating waters. You did well to put a stop to that for me. You have my thanks. I merely followed the code my father taught me. Ah, the Iron Code of the Shinobi. I see. So you're the son of Owl. That boy he found during the rebellion. Yes. And your travels brought you here. The bonds that tie us are so deeply amusing. Don't you think, Sekiro? You're... So what do you wish to know? Wait, what? Er hat mich gerade Sekiro genannt. Wer war denn der, der mich zuerst Sekiro genannt hat? Oh, welcher war denn das jetzt nochmal? Hier passiert immer so viel. Der mit der Rattenquest? Ah, ja, genau, davon wäre ich jetzt auch ausgegangen. The Divine Heir's desire is to sever the ties of immortality. I want to know how it can be done. The Mortal Blade. If you had such a weapon, it may be the key to what you are after. The Mortal Blade? With it, you could kill one who cannot die through normal means. One who cannot die. The Infested, I believe they are called. I have not seen one before, but it said you could stab them through the heart, or remove their head, and they wouldn't die. If the stories are true, they'd surely be quite fearsome. To kill a monster such as that, you'd need the Mortal Blade. Where is this Mortal Blade? I've heard it's held in Senpo Temple. However, they say the Mortal Blade cannot be drawn. What do you mean? I am not certain of the meaning. It's just hearsay. Hmm. The gates to that temple are closed now, though. Who knows what those degenerates are doing shut away up there in the mountains? Uh-huh. There aren't any decent roads leading there. Good. You're leaving, Sekiro. Severing immortality. That will be quite the battle. And in battle, the plans and desires of those involved churn endlessly. If you hesitate, you'll be swept away. And lose the battle. That's right. Best you keep it in mind. Sekiro, hesitate, and you lose. Zögern, zögern heißt verlieren. The fuck? Warum habe ich Kampfmusik?
Was ist denn mit euch los hier unten jetzt? Was denn jetzt hier? Stehen da drei so Boys bei ihm im Keller? Aalleber. Lecker, lecker. Wollte ich schon immer mal haben. Und auch probieren. Die leckere Aalleber. Was ist das hier? Eine Waffenkammer. Kann ich einfach hinterlaufen? Und hier ist nix. Was zum... Aha. Oh, hi. Wo kommt ihr denn her? Hoppla. Da bin ich wieder. Hilfe! Vergiss alles. Warum, wo geht's? Wo bin ich denn jetzt hier? Was ist das? Ich dachte, ich soll jetzt... Hä? Ich habe keine Ahnung. Ich check's nicht so ganz. Ich check's nicht so ganz. Ist aber auch nicht so schlimm. Das finden wir in der nächsten Folge heraus, würde ich sagen. Ich habe viel geschafft in dieser Folge. Ich habe mich zwar trotzdem ab und zu mal ein bisschen aufgeregt. So ein kleines bisschen. Aber habe richtig dicken Fortschritt gemacht im Gegensatz zu den letzten Stunden, in denen ich festhing in diesem Spiel. Und es geht. Ich komme besser klar. Ich musste einfach nur eine halbe Woche schlafen, ohne Sekiro zu spielen. Ich glaube, jetzt kommen wir wieder voran. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.